Hier von der Firma BTC Invest, hallo. Hallo. Sie haben sich gestern bei uns registriert, um mit Kryptowährungen zu handeln oder besser gesagt handeln zu lassen. Unter welcher Einführung? Ja. Und dann? Perfekt. Hallo? Ja, und dann? Hallo? Ja, und dann sage ich jetzt mal, hören Sie mich? Sie sind sehr leise, junger Mann. Geht's jetzt besser? Ja, das ist viel besser, vielen Dank. Sehr gut, kein Problem. Also es geht darum, ja, mit den Kryptowährungen, wir haben einen hauseigenen Algorithmus. Mit wem wollen Sie denn sprechen? Ja, ich habe hier eine Anmeldung unter Hans Maulwurf. Sind Sie das? Nein, das ist mein Enkelsohn. Soll ich Ihnen den geben? Ah. Einen Moment, ja, bitte. Ja, geben Sie mir den bitte. Danke. Maulwurf, hallo? Hallo, ich grüße Sie. Meier hier von der Firma BTC Invest. Sie haben sich gestern bei uns registriert, um mit Kryptowährungen zu handeln oder besser gesagt handeln zu lassen. Unter welcher Ihre Einführung? Wie weit sind Sie denn schon mit der Verifizierung? Weiß ich nicht. Ich kenne mich da so gar nicht aus mit. Okay, müssen Sie auch gar nicht. Das würden alles für Sie erledigen. Okay. Was wäre denn ein Betrag, wo Sie sagen, okay, mit dem würde ich gerne einsteigen oder besser gesagt investieren? Ja, mich würde ja erstmal interessieren, was kann man da überhaupt verdienen? Das hatte ich so primär gesucht, aber habe ich da nichts zu gefunden. Ja, also es kommt ganz drauf Ihr Investment an, ja, im Großen und Ganzen. Sagen wir ungefähr, der Wert beläuft sich so zwischen 1-5% am Tag. Am Tag? Ja, am Tag. Hört sich viel an, ist aber in der Kryptowelt ganz normal. Echt? Hätte ich das ja viel früher machen sollen. Ja. Theoretisch schon, ja. Aber besser spät als nie, sage ich immer. Das ist einfach so. Also, das ist ja krass. Ich hätte jetzt so gedacht, so im Jahr irgendwie, so wie wenn man zur Bank das Geld bringt. Aber das ist ja irre. Ja, wir sind ja nicht, also das, genau das hebt uns ja ab, sage ich mal, im ganzen Kryptobereich. Das hat ja nichts mit den Banken zu tun. Das ist ja dezentralisiert. Ja. Das bedeutet, es gibt nur den Käufer und den Verkäufer. Und dadurch können wir eben solche horrenden Gewinnen, sage ich einfach mal, empfehlen. Also wir können ja natürlich nur aus der Vergangenheit reden, ja. Ja. Und da haben wir eben diesen Durchschnitt inzwischen von 1-5% gehabt. Und was kostet das bei euch, da mitzumachen? Naja, also es kostet ja nichts. Also ich sag mal, das ist ja nur ein Investment, ja. Je nachdem. Also ich habe Kunden zwischen, sage ich mal, zwischen 1.000 und 50.000 Euro. Ist da alles offen, ja? Also das liegt ganz bei Ihnen. Nee, ich meine jetzt ihr. Ich kenne Ihre finanzielle Lage nicht. Nee, ihr stellt ja da die Plattform und die Infrastruktur und alles zur Verfügung. Das kostet doch sicher was da, so Mitgliedschaft oder so. Sie müssen sich so vorstellen, jedes Mal, ja, der Algorithmus, ja, jedes Mal, wenn der eine Position aufmacht, gibt es sogenannte Spreads und Swaps, ja, und daher holen wir unser Geld. Ja, jedes Mal und dann am Ende, wenn das gut läuft, ja, dann zahlen wir eine gewisse Performance-Gebühr, ja, in Höhe von maximal 10%, kommt ganz drauf an, wie viel sie performt haben, okay. Also wie gut wir performt haben in dem Falle. Und danach, genau, so machen wir unser Geld im Grunde genommen, ja. Können wir da mal ein Rechenbeispiel machen? So eine ganz alltägliche Summe, die öfter mal gehandelt oder gewonnen oder wie auch immer man sagt? Was ist eine ganz alltägliche Summe? Nee, keine Ahnung. Ich schieße jetzt mal ins Blaue. Ich verdiene 50 Euro. Was bleibt dann da über? Sie verdienen 50 Euro. Ja. Sagen wir mal, nach Abzügen von allem drum und dran, inklusive den Eröffnungsgebühren, bleiben für Sie effektiv so 42 bis 43 Euro. Oh, das ist doch geil. Ja, das denke ich doch auch, oder? Dann können wir ja starten. Ja, erzähl mal. Das hört sich total toll an. Ja, also wie gesagt, das kommt natürlich ganz auf das Investment drauf an, ja. Ist halt einfach so, dass dieser Algorithmus seit 5 Jahren ist er schon in der Entstehung, ja, und endlich dürfen wir das an den privaten Endverbraucher einfach anbieten. Ja. Ach, vorher ging das nicht? Ganz drauf an, ja. Nein, vorher ging das nicht. Also man lässt ja auch keine trainierte Raubkatze, sage ich mal, auf einen Zoowärter los oder eine untrainierte Katze, das ist ja lebensgefährlich. Ist das so brutal, was ihr da anbietet? So nicht, aber ich wollte jetzt einfach mal ein Beispiel nennen, ja, aber es ist schon sehr, sehr gut. 1-5%, sowas liest man eigentlich nur in Märchen, aber wir haben es geschafft, dass es einfach Realität wird, ja. Das ist ja klasse, da muss man ja gar nicht mehr arbeiten.
Hallo? Ja? Ja, ach, ich bin noch dran. Ich habe gerade gar nichts mehr gehört. Ich sagte, da muss man ja gar nicht mehr arbeiten. Naja, also mit 250 Euro muss man natürlich schon noch arbeiten, aber ich sag mal so. Ja, aber das wird ja mehr. Das Standbein, das schadet keinem. Wenn wir jetzt mal vom besten Fall ausgehen, dann ist das ja eine Menge in einem Monat. Ist das ja das eineinhalbfache nach einem Monat, wenn das jeden Tag perfekt läuft. Ganz genau. Wovon hängt das denn ab? Ja. Also auf die Marktlage, ja. Es kann natürlich immer so sein, dass der Markt zum Beispiel, ja, momentan ist es ja so, dass der Markt gefallen ist, ja, und der klassische Anleger, Aktienanleger und so weiter, der kann ja eigentlich nur kaufen, ja. Aber wir arbeiten hier mit zweierlei, sage ich mal, Richtungen. Also wir können kaufen und verkaufen. Das bedeutet, wir hätten jetzt sogar, obwohl der Kryptomarkt gefallen ist, können wir trotzdem Gewinne machen, weil man natürlich in beide Richtungen hier verdienen kann. Wie geht das denn? Das Zeug ist weniger wert und man verdient Geld da dran? Genau. Sagt Ihnen der Begriff CFD was? Contracts for Difference. Das sind Differenzkontrakte. Cornflakes? Ja, sozusagen, man sagt in einer bestimmten Zeit voraus, Contract for Difference. CFD. Cornflakes? Das bedeutet, man kann in beide Richtungen... Habe ich das richtig verstanden? Ja, Cornflakes bloß mit Contract. Contract. Ach, Contract! Entschuldigung, ich dachte ja gerade schon. Nee, kenne ich nicht. Wo kommen Sie her, wenn ich fragen darf? Aus dem Bayerischen. Wo kommen Sie her? Aus dem Bayerischen? Mhm. Okay. Woher aus dem Bayerischen? Ich komme auch aus dem Bayerischen. Ja, Emskirchen, kennen Sie das? Emskirchen? Nee, ich weiß nicht, wo das gelegen ist. Das ist die Nürnberger Ecke. Ich komme ursprünglich aus Starnberg. Ja, ich komme aus Starnberg. Oh, ich bin neulich mal wieder in Unterschleißheim bei München gewesen. Das ist ja so eine traumhafte Ecke. Oh ja, auf jeden Fall. Also ganz Bayern, ja, sage ich jetzt mal, mit allem drum und dran, mit den Seen. Ja, wir haben in der Nähe vom Starnberger See haben wir gewohnt. Und super, super schön. Ja, natürlich im Winter sehr, sehr kalt, ja, durch die Seen und so weiter, ist natürlich, aber ist traumhaft. Ja, klar, das ist total toll. Ich meine, im Baden-Württemberg nebenan, die haben ja genau wie wir genauso geniale Berge. Und man denkt immer, bei uns ist das so kalt, aber wenn man dann irgendwie mal an die Nord- oder an die Ostsee hochgeht, boah, da ist das mit dem Wind und dem Meer, das ist noch viel kälter. Da bin ich jetzt über Neujahr mit meinem Großvater gewesen, mit dem du da am Anfang gesprochen hast. Der wollte gar nicht aus der Ferienwohnung raus. Ja, das ist schon sehr, sehr schön, ja, aber es ist halt sehr, sehr kalt, ne? Ganz im Sommer ist es dafür umso schöner da oben, weil da kann man sich mal, ja, schön einfach mal ein Käffchen an der Elbe oder sowas kann man sich da schon mal gönnen. Ja, die Elbphilharmonie Hamburg ist absolute Traumstadt von mir. Ja, da bin ich jetzt noch nicht gewesen, muss ich sagen. Ah, haben Sie was verpasst. Das ist sehr, sehr schön. Nein, wir sind in Büsum gewesen, so die Touristenfalle, aber meine Güte, der Opa hat's gebucht. Ja. Ja, mei, da muss man halt mal durch, gell? Ja, da muss man durch. Ich habe mich dann so ein bisschen abgekoppelt, während die da so ihren Alte-Leute-Kram gemacht haben. Wir ja nicht den ganzen Tag da sitzen und mir irgendwelche Bilder angucken. Ja, zum Essen bin ich dabei gewesen, aber ansonsten... Ja, das ist schon, sage ich mal, was Schönes, ne? Aber momentan... Enskirchen heißt es, oder? Ja. ENS, oder wie? Emskirchen. Altschauerberg. Emskirchen, Alter. Ah, okay, alles klar. Waren Sie denn schon mal auf der Zugspitze? Auf der Zugspitze? Ne, es ist nicht so meins. Ich mag das nicht so brutal kalt. Ah ja, okay, alles klar. Sie sind auch eher das Sommerkind, so wie ich, so, oder? Ja, doch. Ich meine, der Winter, der lädt einem ja geradezu ein, zu Hause irgendwie ein bisschen Filme zu gucken, zu kochen, zu zocken. Und im Sommer kann man dann die ganzen schönen Sachen machen. Auf jeden Fall. Was zocken Sie denn, wenn ich fragen darf? Haben Sie schon die PlayStation 5? Nee, ich mag keine Konsolen. Ich bin PC-Spieler. Aha, okay. Das hört sich doch gut an. Und was für Games spielen Sie dann da immer? Na, ich mag so Aufbaukram und ich jag gerne Zombies. Okay, alles klar. Also so... Seven Days to Die, Resident Evil. Nein, das ist zu langweilig. Das muss schon ein bisschen Hintergrund haben. Okay, so Kino der Toten mäßig. Ja, es ist natürlich nicht so... Nicht so in ihrer, das ist natürlich sehr, sehr langweilig, ja, das stimmt. Ja, das ist einfach nur so blödes Geballere. Das ist mal ganz schön für so einen Abend, aber irgendwie mit so ein paar anderen Verrückten da so eine Basis zu bauen, das macht schon mehr Spaß.
Das denke ich auf jeden Fall, ja. Wenn man sich dann so zusammenschließen kann und dann die Welt erobern kann, das klingt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Na klar, das macht schon mehr Bock, als einfach so eine Runde draufballern, nächste Runde wieder von Anfang, das ist einfach öde. Ja. Mag ich nicht. Aber natürlich, umso weiter man kommt, umso cooler ist es. Ich mag halt so Multiplayer-Games, ja. Wenn man sich da wirklich so zu viert oder sowas, wenn man so ein coole LAN-Abende, ja, wie früher World of Warcraft oder sowas. Das Ach war Gott, so einer. Ja, genau, sowas in der Richtung. Das habe ich früher immer gespielt, das war ganz lustig. Ja, aber mittlerweile, leider wird man natürlich auch erwachsen. Wie alt sind Sie denn, wenn ich fragen darf? Ich bin 19. 19, okay. Mhm. Und einfach mal angemeldet, irgendwie auch so im Kryptobereich selber mal reingeschnuppert oder so, das wäre das jetzt der erste. Das wäre jetzt das erste Mal. Weil mein Opa kam irgendwie, der hat wieder Post gekriegt vom, wie heißt denn das, von der Sparkasse. Wie das jetzt mit den Zinsen fürs Sparbuch weitergeht, das er mal für mich angelegt hat. Dann habe ich gesagt, das ist doch voll für den Arsch, diese 0,1%, was man da irgendwie noch kriegt. Sagt, da findet sich doch bestimmt was Besseres. Ich meine, das läuft jetzt noch ein paar Jahre, das ist so ein Bausparding für mich. Aber ich habe gesagt, meine Güte, wenn man da jetzt irgendwo, und ich hätte echt gedacht, so 2-3% im Jahr machen kann, dann wird sich das ja lohnen, das umzudingsen. Und auch wenn das jetzt im Monat ist, da kann ich ja bauen, wenn das durch ist. Naja, auf jeden Fall, pro Tag. Ja, deswegen, also ich hätte jetzt echt gedacht, dass das so im Jahr ist. Ja. Nee, das ist schon, auf jeden Fall ist es kurzfristiger. Also das ist natürlich langfristig ein sehr, sehr gutes Investment, aber auf kurzfristige Weise, ja, man muss ja überlegen, 0,1% kriegt man zwar Zinsen, ja, aber was macht die Inflation? Ja, die drückt das weg. Weg ist es wieder, ja. Da macht man sogar Verlust am Ende. Ja, und da muss man sich nämlich genau deswegen nach Alternativen umschauen. Wie ist das denn mit diesem Kryptokram? Ist das steuerpflichtig? Naja, also ich bin kein Steuerberater, ja. Das kann ich natürlich nie sagen ganz genau, sondern ich kann halt nur sagen, es gibt natürlich gewisse Grauzonen, ja, wo man halt wirklich sagen kann, hey, verstehe. Ab einem Jahr, wenn man zum Beispiel Kryptowährungen hält, ja, dann ist das Ganze noch steuerfrei. Okay. Aber alles andere kann ich leider nicht sagen, weil da würde ich mich ja strafbar machen, wenn ich hier Sachen ausplaudern würde. Ich kann nur die Grauzonen nennen, ja. Verstehe, ich habe schon verstanden. Bin ja nicht doof, ne? Ja, genau, richtig. Tipps und Tricks können wir natürlich immer geben, aber alles weitere ist ja. Wie ist das denn, wenn ich mir den Kram dann irgendwann mal auszahlen lasse? Wie läuft das? Muss das ein deutsches Konto sein? Na, das ist egal. Also ich meine, das ist ja eine IBAN, ja, das ist eine International Bank Account Number. Bedeutet, man kann es auf jedes Konto, was Sie möchten. Natürlich muss es auf Sie auch geschlüsselt sein. Ihr Name muss da draufstehen. Ja. Aber wenn das jetzt auf den Bahamas ist zum Beispiel das Konto, dann ist das auch überhaupt kein Problem. Ja gut, ich hätte jetzt eher an die Schweiz gedacht. Das ist von uns aus ja erreichbar. Das geht natürlich, ja. Ist halt die Frage, also was ist denn so ein Betrag, wo Sie sagen, okay, mit dem möchte ich mal starten? Ne, ich habe jetzt knapp 9.000 auf meinem Sparbuch oder Opa hat das noch und ich bin jetzt halt am überlegen, wie viel ich da reinpfeffern soll. Was ist denn da so? Wie war das jetzt? Am Anfang war das Handeln oder Handeln lassen? Was muss ich denn dabei machen bei der ganzen Nummer? Einmal pro Tag einfach nur auf den Handelsaccount einloggen und dann einfach die Show genießen, ja, wie es halt einfach mehr wird. Genau. Die Show genießen? Ist das so eine Möglichkeit? So ein Livestream oder was ist das? In dem Sinne. Nein, das ist halt so, man kann sich halt nachverfolgen, ja, da sieht man natürlich auch Charts verschiedene, wie das Ganze halt läuft. Ach toll. Ja, und da kann man sich das Ganze auch anschauen. Ja. Aber ich muss da jetzt nicht irgendwie so Aktientafeln und sowas angucken, immer und gucken, was und so. Nein. Gar nichts. Einfach nur, Ihre Aufgabe ist es, der Investor zu sein, meine Aufgabe ist es, Profite zu erwirtschaften. Und wie, ich blick das ganze System noch nicht. Okay, ganz klar, ohne Investment kein Profit, aber was passiert mit der Kohle? Wie wird mehr draus? Im Grunde genommen, die arbeitet ja. Ja, die arbeitet ja am Markt, ja. Wir haben verschiedene Analysten. Ich hab ein Analystenteam hinter mir, ja. Die schaut sich den ganzen Tag den Markt an und schaut sich Wendezonen an im Markt, ja. Sagen wir mal, wir haben ja gesagt vorher, dass wir beide in beide Richtungen verdienen können, ja. Wenn dein Markt zum Beispiel überkauft ist, ja. Wie jetzt zum Beispiel beim Bitcoin war es ja so, der war vor kurzem, war der ja sehr, sehr hoch, ja. Und irgendwann fangen ja die Leute an, Profite zu nehmen. Und was passiert dann? Der Preis geht runter. Und dadurch, ja, wir erkennen sowas schon im Vornherein, ja, haben natürlich verschiedene Tools hier
Und dadurch können wir halt einfach sagen, oder mit einer hoher Wahrscheinlichkeit, ja, ich habe leider keine Glaskugel mehr, ja, aber wir können mit hoher Wahrscheinlichkeit sagen, wo ein Kurs halt in Zukunft hingeht. Das hört sich echt klasse an. Gibt es da ein Risiko? Naja, immer. Also ich sag mal so, ich habe keine Glaskugel, Verluste sind immer möglich. Wenn ich Ihnen nur Gewinne versprechen würde, dann würden wir das Ganze nicht machen, sage ich Ihnen, wie es ist. Na, dann würde ich das auch nicht glauben, das wäre ja unrealistisch. Aber ich wollte mal so ein bisschen halt wissen, auf was ich mich da einlassen würde. Ich meine, ich kann auch jeden Tag überfahren werden, wenn ich aus dem Haus gehe, wenn der Rainer da lang brettert. Ganz genau, so schaut's aus. Richtig, und genau deswegen gehen wir nur mit immer einem gewissen Kapital, gehen wir in den Markt rein, ja, wir gehen nicht all in, wir sind nicht im Casino, wir zocken hier nicht, sondern wir machen das Ganze technisch und schauen natürlich, dass wir nur einen gewissen Prozentsatz maximal verlieren können, bei aber trotzdem ein Profit, der natürlich seinesgleichen sucht, ja, 1-5% pro Tag ist natürlich eine Hausnummer. Und von welchem Prozentsatz Verlust reden wir da? Gibt es da eine Nummer? Ja, maximal, wir gehen mit 1% des Kapitals in den Markt rein. Ja. Sagen wir mal, okay, die Position läuft gegen uns. Ja. Da kann man maximal 1% des Kapitals pro Trade, sage ich jetzt mal, oder pro Position kann man verlieren. Aber mehr sollte nicht, weil so können Sie sich vorstellen, wenn man immer nur diese 1%-Regelung einfach beherzigt, dann können Sie sich vorstellen, dass so ein Konto eigentlich gar nicht platt gehen kann oder nur nach einer gewissen Zeit. Das würde Jahre dauern. Also 1% pro so ein Ding, wie viele von diesen Transaktionen macht ihr dann am Tag? Kommt drauf an, also wir sagen mal so, es gibt wirklich Tage, wo wir bis zu 5-6 Positionen, mal gehen wir gar nicht in den Markt rein, weil es der Markt nicht zulässt. Okay. Also das ist ganz unterschiedlich, da machen wir eventuell mal 10%. Ich kann nur aus der Vergangenheit reden, ja. Ja. Aber das ist halt so der Durchschnitt. Ja, nur dass ich so ein bisschen was habe, um das einschätzen zu können, ne? Das ist ja alles Neuland jetzt für mich. Na klar. Aber das hört sich alles total geil an. Ja, also ich weiß nicht, wie schnell kommen sie denn, sag ich mal, also... Wer schreit denn da hinten im Hintergrund immer? Ja, ich habe natürlich auch Kollegen, wir sind ja natürlich nicht alleine, gell? Wisst ihr, warum haben die schlechte Laune oder was ist da los? Nee, aber wir bringen die Energie rein, ja? Also die Energie ist ja sehr, sehr wichtig. Ja, die Frau hat ein bisschen viel Energie. Ja, natürlich, es ist bald Feierabend, ja? Und da ist das ein oder andere Bier schon geköpft worden. Ach, ihr trinkt Bier bei der Arbeit? Das ist ein geiler Haufen, da bin ich dabei. Ja, sehr gut. Dann können wir ja starten, oder? Was gibt's denn bei euch? Also Heineken. Heineken, das kann man doch gar nicht trinken. Naja, also... Seid ihr auch in Bayern? Ich hab mal spendiert. Nein, wir sind nicht in Bayern. Wir sind in London. In London? Wir waren früher in München und jetzt sind wir in London, nach London gezogen. Weil, warum? Weil Hauptstadt der Finanzen, ja, und dadurch ist es halt einfach so, dass wir ein bisschen expandiert haben, ja, durch die Nachfrage, die kaum zu bändigen ist. Ja. Und deswegen, ich hab das Angebot bekommen, dass ich mit nach London gehen darf und bin ich natürlich gleich mitgegangen. Ich habe London noch nicht gesehen, ja. Und es ist schön, aber ich mag Bayern trotzdem mehr. Aber war nicht Frankfurt die Hauptstadt der europäischen Finanzen? Naja, aber Sie müssen ja überlegen, durch den Brexit und so weiter, ja, ist es ja nicht mehr so richtig Europa. Und dadurch ist es ja die Hauptstadt der Finanzen, ist ja nicht die europäische Hauptstadt, sondern die Hauptstadt allgemein im Großen und Ganzen. Weltweit? Ja. Ist das nicht eher die Wall Street? Nicht, weil in Amerika haben wir auch noch die Wall Street. Genau. Weltweit nicht. Aber so in unserem Radar, sage ich jetzt einfach mal, die Stimmung hier ist deutlich besser als jetzt zum Beispiel in Frankfurt. Ich habe schon einige, mein Trader-Team, ich habe ein 50-köpfiges Trader-Team unter mir. Oha. Da sind ein paar in Frankfurt gewesen. Ja, natürlich, also wir machen ja hier keine halben Sachen. Ja, das weiß ich ja nicht. Kann ja nicht wissen, wie viele Leute da rumhängen. Ja, genau. Okay. Das hört sich alles klasse an. Ja, dann können wir starten, oder? Ich würde sagen, wir gucken uns das mal an. Wir gucken uns das mal an. Mit was für ein Betrag, ja, wenn Sie jetzt sagen, Sie haben die 9.000er auf dem Sparkonto, was sagen Sie denn, was würden Sie denn da gerne investieren? Oder wie liquide sind Sie denn gerade? Können Sie das sofort, sage ich mal, darauf zugreifen oder wollen wir... Naja, ehrlich gesagt, die Kohle ist natürlich jetzt noch auf dem Sparkonto. Der Brief kam erst Mitte der Woche und ich war dann halt ein bisschen am Rumgucken, wo man sich denn da alternativ aufstellen könnte. Also ich hätte jetzt, was weiß ich, so 500, 600 hätte ich da.
dass man das auf jeden Fall schon mal anstoßen kann. Und dann müsste ich halt gucken, weil jetzt am Wochenende kann man sowas natürlich nicht mehr auflösen, denke ich mal. Ich weiß nicht, was der... Die Sparkasse, die arbeiten nicht, die sind faul. Da wird man jetzt... Wie lange arbeitet ihr denn? Heute noch eine Stunde. Krass, bei der Sparkasse ist um 12 der Gehsteig hochgeklappt. Ja, natürlich. Also das ist ja, deswegen sind wir auch so viel besser als die Banken. Weil wir natürlich das Ganze ernst meinen und halt, ich meine, allein, es sieht man ja an einer Transaktion, ja, wenn sie eine Überweisung machen, wie lange dauert sowas, bis es beim Empfängerkonto ist? Zu lange. Sei denn, man macht es per Sofortüberweisung und dann kostet das noch Geld. Ganz genau. Und beim Kryptowährungen ist es so, ja, dass ich, wenn ich jetzt das Ganze avisieren würde an Ihre Wallet... Was heißt das? Dann ist... Also einfach, wenn ich jetzt, wir haben bis Betrag X, ja, sagen wir jetzt mal, wir starten mit 5.000 Euro zum Beispiel und wir haben 10.000 verdient, ja. Okay. Und dann ist es so, ja, dass ich, wenn ich das per Krypto, also auf Ihre Wallet sende, auf Ihren elektronischen Geldbeutel, dann dauert es keine halbe Stunde, dann ist es da und wissen Sie, wie hoch die Transaktionsgebühren sind? Nicht mehr als 50 Cent. Toll. Wenn ich mir überlege, was PayPal immer für eine Kohle haben will. Ja, das ist... Je nachdem, auf welcher Seite man sitzt. Na gut, die wollen ja auch was davon haben. Dafür zahlt man da fürs Konto nichts, aber... wie man es macht, die wollen ja alle immer nur Geld haben. Richtig, genau. Und deswegen, natürlich, wir wollen am Ende des Tages, sag ich mal, auch ein gewisses Investment haben, aber... Logisch. Ja, auf Bäumen kann man sich ja vorstellen, wächst leider das Geld auch nicht, ja, auch wenn es aus Papier hergestellt wird, das Geld. Genau aus dem Grund, sag ich mal... muss man natürlich auch mit einem gewissen, alles, wenn es heißt, werden sie kostenlos reich, ja, dann kann man das gleich in die Papiertonne, weil es gibt nichts umsonst. Ja, logisch, das ist wie mit diesen Kaffeefahrten. Außer den Tod, aber der kostet auch das Leben. Ja. Ja, und die Angehörigen Schweinegeld. Na genau, richtig. Und das kommt dann nochmal dazu. Ja. Ja gut, das kriegt man nicht mehr mit, aber das will man ja auch keinem antun, den man lieb hat. Nee, richtig, genau. Das ist natürlich immer so eine Sache, ja. Natürlich, wenn man, also deswegen konnte ich es auch vorher nicht garantieren, ja, also wenn man eine Garantie braucht, sage ich immer, dann kann man sich einen Toaster kaufen, weil der kann garantieren, dass er das Toast braun macht oder das Ganze das Toast toastet, ja. Richtig. Dass es bei sowas keine Garantien gibt, ist ganz logisch. Also wer das erwartet, der hat irgendwie komische Vorstellungen. Hallo. Und dem Grund, also wenn hätte ich gesagt, dass man wenn dann gescheit, also 500, 600 Euro sind zwar schön, ja, aber nachdem sie das jetzt alles so gehört haben, wollen wir einfach einen Termin für nächste Woche mal machen, sie bringen mal in Erfahrung, ja, wann man das Sparkonto eventuell auflösen kann. Ja. Ja, und dann können wir da gescheit starten, weil ich bin natürlich auch, mache ich gerne mit 500, 600 Euro, aber wir wollen natürlich da, sag ich mal, gut vorankommen und auf der Bank wird es ja eh weniger, das Geld. Ja, das stimmt, da kann man sich's eher unter das Kopfkissen legen. Richtig, genau. Und nicht mal da ist es sicher, ja. Ja, wer weiß, ob die auch nochmal nach Hause kommen zu einem. Wann wollen wir das denn dann machen? Weiß man nie. Alleine durch die, wenn Sie sagen, Sie rufen am Montag da die Bank an, dass wir eventuell, bis Sie das so überwiesen haben und so weiter, dass wir am Dienstag eventuell einen Termin ausmachen und dann schauen Sie mal, wie weit Sie da sind und dann machen wir am Dienstag alles Weitere. Halten Sie von der Idee? Ich würde sagen, das hört sich gut an, das müsste aber auch wieder ein bisschen später sein, weil ich arbeite immer recht lange. Was machen Sie beruflich, wenn ich fragen darf? Ich bin in der Altenpflege. Okay. Ja, okay, dann machen wir es so. Ja, um wie viel Uhr? Also ich richte mich danach hin. Ich habe noch keine Termine am Dienstag. Ja, wäre 18:30 in Ordnung oder ist das schon zu spät? Nee, wir arbeiten ja bis 20 Uhr, das passt. Ja, das kommt ja immer auf den Dienstplan an. Ja, deswegen, nee. Aber ich arbeite immer von 12 bis 20 Uhr, ja, täglich. Okay. Und das sind einfach die besten Handelszeiten. Und dann machen wir Dienstag um 18:30 Uhr. Ja. Und ja, genau, wenn es sonst keine weiteren Fragen gibt, dann brauche ich denn da noch irgendwas an Ausweis, irgendwelche Sachen oder sowas? Ja, natürlich. Wir sind ja, es ist ein Finanzprodukt, ja, wie bei der Eröffnung von dem Bankkonto zum Beispiel, muss man sich ja verifizieren. Okay. Und da braucht man nur einen Ausweis, ja, das geht über die Vorder- und die Rückseite. Ja. Ja, und dann kriegt man das auf jeden Fall, es wird temporär gespeichert, nur um sie zu verifizieren und danach werden die Daten auch wieder gelöscht. Also ich brauche das so einen Scan davon, dann Foto, ja?
Das machen wir alles. Also das geht alles. Sie haben ja ein Smartphone wahrscheinlich, oder? Ja, klar. Genau, und da machen wir das. Dann wird, also mit dem Verifizierungsprogramm fragt er kurz nach Ausweis vor der Rückseite. Mhm. Biometrischer Abgleich mit Ihrem Gesicht. Ja, und dann ist das auch schon durch, das Ding. Da können wir auch schon die Überweisung tätigen. Und dann, wenn das drüben und aktiv ist, dann geht das sofort los, ja? Da gibt's nicht irgendwie so Vertragslaufzeit oder so? Genau, also wir machen die Überweisung. Das dauert, nee, sowas gibt's nicht im Krypto-Bereich. So Vertragslaufzeiten, sowas haben wir nicht. Geil. Wenn Sie auch an Ihr Geld wollen, können Sie da immer an das Geld ran. Ja? Ja, und wir sind ja keine Bank, habe ich ja immer wieder gesagt, die irgendwelche Mindestvertragslaufzeiten hat. Bei uns geht das ganz entspannt. Oh, toll, ich freue mich total. Ich bin echt gespannt. Perfekt. Wir freuen uns auch, ja. Ich bräuchte nur ganz kurz für die Verifizierung, haben Sie nochmal die E-Mail-Adresse von Ihnen? Ja, da hatte ich die von meinem Opa genommen. Das ist hansmaulwurf1945@gmail.com. Okay, und die passt auch, oder? Also die kann man auch verwenden, da haben Sie Zugriff drauf, oder soll man Ihre nehmen? Nee, ich habe hier den ganzen Computerkram, das mache ich alles. Okay, perfekt. Da würde ich nur ganz kurz nochmal eine E-Mail rausschicken für die Bestätigung. Die ja. Mache ich bestätigen und alles Weitere machen wir dann am Dienstag, okay? 18:30, ja. Ja, ich kann das eben aufmachen. Ja, genau, ganz kurz mal. Ich habe eine E-Mail rausgeschickt mit einem Verifizierungscode, der ist sechsstellig. Okay. Den wir mal ganz kurz nennen, bitte, für die E-Mail-Verifizierung und alles Weitere machen wir am Dienstag. Also hier ist noch nichts angekommen. Ach doch, da. Auch mal bitte in den Spam. Coinify. Ja, okay. Ist ja auch ganz eine lustige. Genau, richtig. Da steht jetzt aber Dänemark drin. Ja, genau. Also Sie müssen sich so vorstellen, das ist ein Zahlungsanbieter von uns, ja, damit Sie da die möglichst niedrigsten Gebühren zahlen. Ja, aha. Arbeiten wir mit Zahlungsdienstleistern zusammen, wie zum Beispiel ja PayPal, sowas in der Richtung kann man sich das vorstellen. Okay. Aber da kriegt man VIP-Konditionen. Das können wir gleich direkt an Sie weitergeben. Und wir haben einfach, weil die reguliert sind, haben wir einfach die besten Erfahrungen, weil das Geld da auch wirklich ankommt. Weil Sie müssen sich vorstellen, es gibt viele schwarze Schafe da draußen, die sich für mehr kennzeichnen, als was sie wirklich sind. Und wir haben einfach hier mit einem gewissen Partner gefunden, die vertrauensvoll sind und wo das Geld, wo wir auch wirklich sicher sein können, dass das Geld auch ankommt. Ich meine, Sie wollen ja das Geld nicht irgendwo verlieren, oder? Nee, natürlich nicht. Da hätte ich es auf der Bank lassen können. Ganz genau richtig. Und deswegen arbeiten wir mit denen schon seit jahrelang zusammen. Mit den Dänen? Genau. Ja, das waren ja mal die Wikinger, die sind ja immer scharf auf Geld. Na ja, aber wie gesagt, also das was Spaß. Das angeht, haben sie sich einfach die besten Konditionen einfach gesichert. Aber viel haben wir mit denen nicht zu tun, außer dass wir von denen Bitcoins kaufen. Aber warum stehen die dann als Impressum bei euren E-Mails drin, wenn das nur ein Zahlungsanbieter ist? Das ist irgendwie komisch. Nee, die stehen da nicht drinnen. Das ist ja, also die Coinify-E-Mail, was wir da bekommen haben, ja. Die ist ja nur sozusagen, das ist ja der Zahlungsanbieter und das verifiziert Ihre E-Mail. Alles Weitere geht ja dann später über unser Portal, ja, über BTC Invest ist ja dann die Plattform, ja, aber da kriegen Sie dann die Einlogdaten, sobald das Geld dann natürlich bei uns da ist. Ja. Davor sinkt ja gar nichts. Also dieses Coinify, das ist jetzt gar nicht eure Seite, sondern was ist eure Seite? Nein, das ist einfach nur der Zahlungsanbieter. Ach so. Ich schicke Ihnen die Zahlungsdaten, ja, also ja. Die Einlogdaten, schicke ich Ihnen, sobald Sie das natürlich überwiesen haben, weil wir tun natürlich auch einen gewissen Grad an Privatsphäre einfach für unsere Kunden, für wirkliche Investoren natürlich da reingeben und da geben wir natürlich nicht einfach unsere die Einlogdaten für Sie raus oder ist natürlich noch kein Konto erstellt, solange keine Einzahlung erfolgt. Na klar, dass ich da jetzt noch kein Konto habe, ist logisch, aber ich würde mir das halt schon gerne mal angucken jetzt übers Wochenende. Wo darf ich da denn draufklicken? Wie heißt denn die Seite? Ich bräuchte ganz kurz als allererstes, dass ich wirklich davon ausgehen kann, dass es Ihre E-Mail-Adresse ist. Ja. Ja. Bräuchte ich mal ganz kurz den sechsstelligen Code nur. Ach so, ja, dann klar. Das ist 401. Ja? 411. 411. Okay, alles klar. Perfekt. Das passt auf jeden Fall. Ja, und ich würde einfach Ihnen an die E-Mail-Adresse mit meinen Kontaktdaten. Ja. Ja. Würde ich Ihnen mal ganz kurz zukommen lassen, da sind meine Kontaktdaten drin. Klasse. Ja. Nicht wundern, die Seite ist noch im Aufbau, weil wir haben natürlich expandiert, ja, da kommen noch ein paar Sachen dazu. Ach so. Ja, und genau, deswegen sage ich mal, nicht wundern, wenn da der ein oder andere Fehler einfach drin ist, weil wir sind
überwiegend Engländer, die an der Übersetzung oder die Deutsch können zwar, aber mit denen wir hier in London zusammenarbeiten. Ja, die sind deswegen nicht wundern, die ist nicht so perfekt, die Seite. Aber da kann man sich gerne mal einfach mal ein bisschen umschauen und alles Weitere können wir ja dann am Dienstag machen, oder? Oh, klasse, ich freue mich. Vielen Dank. Gar kein Problem. So, jetzt habe ich nochmal meine Kontaktdaten zukommen lassen. Ja. Ja, und genau, alles Weitere am Dienstag. Schauen Sie nochmal kurz, ob Sie das bekommen haben. Jetzt habe ich es gerade schon wieder zugemacht. Moment bitte. Ja, ja. Nee, noch nicht. Aber aus England dauert das ja auch einen Moment bestimmt. Ganz genau, ja. Nee, hier ist nur Werbung von TUI und Sparhandy. Das ist ja nicht das. Das ist im Spam, oder? Also schauen Sie ja, mal, ja. Auf den Eingang. Nee, da ist noch nichts. Nur an das Coinify. Aber das kommt bestimmt gleich von England. Hierher ist das ja ein bisschen. Dänemark ist da ja näher dran. Ja, das ist auf jeden Fall. Aber es liegt ja eigentlich nicht daran, sondern eher an der Internetleitung. Also ich glaube, das Internet wird ja dadurch nicht... sag ich mal, also es kommt ja auch, sag ich mal, von dem einen Ende der Welt aufs andere, sollte es auch innerhalb von Sekunden eigentlich da sein. Ich habe keine Ahnung von dem Technikkram. Aber hier auf dem Dorf ist das Internet sowieso schrecklich. Ja, aber die eine E-Mail ist ja auf jeden Fall schon angekommen. Ja, die ist da. Ich habe jetzt schon mal auf Neuladen gedrückt, aber da ist noch nichts gekommen. Okay. Aber wenn wir beide die gleiche E-Mail-Adresse hier haben, dann kann das ja nur gut gehen. Normalerweise sollte es innerhalb von der nächsten 2-3 Minuten sollte es kommen, ja, und dann einfach, da steht dann alles drinnen, vielleicht nochmal ganz kurz aktualisieren, einfach in den Spam nochmal reinschauen, in den Posteingang und ja, dann sollte es vielleicht da sein eigentlich. Wie lange gibt's euch denn schon? Wie lange macht ihr das schon? Also das System an sich gibt es seit 5 Jahren, ja. Oh, wir toll. Haben jetzt unsere Firma. Ja, selber gibt es seit 2 Jahren und wir haben jetzt vor kurzem, erst seit einem Monat, haben wir jetzt expandiert. Oh, klasse. War bestimmt mit Corona und so nicht einfach nach England überzusiedeln. Das war bestimmt schwierig. Nee, das war nicht gut. Aber wir haben eine Sondergenehmigung bekommen, dass wir uns ein bisschen schneller durchgelassen haben. Oh, klasse. Ja, haben die super. Ein bisschen mit Bitcoins geschmiert. Nein, das war... nee, ihr habt die Dinger ja. Habt ihr eigentlich auch... Ich habe mal bei Twitter von wie heißt der Tesla-Typ nochmal hier... Elon Musk? Ja, mit den Dogecoin. Habt ihr die auch? Das fand ich auch ganz den süß. Den haben wir auch, den Dogecoin, ja. Klasse. Ja, ja, spricht man das auch, Dodge aus? Das ist nicht Dodge, ja, Dogecoin. Okay, ich hätte jetzt gesagt, das heißt Dogecoin, aber egal. Also ich habe keine E-Mail gekriegt. Er hat selber auch mal... Nee, ja, was hat der? Ich schieb nochmal raus, kleinen Moment. Dann schieben wir es mal nach. Nee, dieser Dogecoin, er hat jetzt auch gesagt, dass er in Kürze... er möchte das Ganze bei McDonald's als Zahlungsmittel offiziell sehen. Ja. Und gehört dem McDonald's? Aber er hat gesagt, er möchte es als Zahlungsmittel, weil McDonald's ist ja einer der umsatzstärksten, sag ich mal, Firmen der Welt, gell? Weiß ich nicht, ich esse da nicht. Ah ja, sehr gut. Was gibt's denn bei Ihnen immer zu essen? Ne, wir haben einen ganz tollen Italiener im Ort. Das Rote Herz, das ist total lecker da, das Essen. Und ansonsten koche ich auch gerne selber mal so ein bisschen. Ich mag gerne indisches Essen und so Currykrams. Oh ja, das mag ich auch. Ja, das mag ich sehr. Das ist total toll. Das ich habe hier so eine Chicken Palak, Chicken Tikka Masala und Naanbrot und all solche Sachen. Wir haben so extra uns so ein... Nee, es ist nicht extra Naanofen, aber ich habe mir so einen Aufsatz für einen Ofen gekauft. Das ist ja dann quasi wie so eine Halbsphäre. Da wird das dann ja nachdem das richtig schön heiß geworden ist, schmeißt man das ja oben drauf. Es gibt nichts Besseres als selbstgemachtes Naanbrot. Muss natürlich das richtige Chili oder Curry noch dabei sein. Das ist so toll. Oh, ja, ich hätte ja gesagt, wir können das ja mal zusammen machen, aber nach London fliege ich nicht. Ja, ist ein bisschen weit, gell? Ja, aber sag mal, die Gewürze gibt's ja auch überall zu kaufen. Und ich glaube auch in England ist das wahrscheinlich noch ein bisschen einfacher als in Deutschland, weil da leben ja ganz viele indische Auswanderer, wegen der Kolonialgeschichte und ja. So. Ich meine, ihr habt ja sogar einen indischen Bürgermeister. Wie heißt der nochmal? Gute Frage. Soweit bin ich noch nicht in der Materie drin. Ich kann Ihnen alles sagen, was Kryptowährungen angeht, aber Politik, da halte ich mich meistens raus. Ja, ich auch, aber es ist mir nur in Erinnerung geblieben, dass London einen indischen Bürgermeister hat oder einen pakistanischen. Ich bin mir da nicht sicher.
Sadiq Khan heißt der. Ja, genau, das habe ich schon mal gehört. Der wird das sein. Genau, richtig. Jetzt habe ich selber mal googeln müssen. Aber habe ich recht gehabt. Der kann wahrscheinlich auch gut indisches Essen, ja. Das weiß ich nicht. Kann ja nicht jeder Inder gut kochen, auch jeder Italiener ja nicht. Das stimmt, ja. Das ist außer der Gino vom Roten Herz. Oh, der macht die besten Metal-Pizzas. Das ist so toll. Ja. Aber die E-Mail ist hier immer noch nicht angekommen. Ich habe jetzt zwei E-Mails, also eine zweite habe ich nochmal rausgeschickt. Das ist ja scheiße. Klar, aber das mit dem Termin klappt trotzdem, ja, ne? Das klappt, ja. Bis Dienstag sollte das auch von England bis nach Deutschland, sage ich mal, angekommen sein. Ich hoffe es doch. Und alles Weitere, wenn sie das abgeklärt haben, freue ich mich auf Dienstag. Ja. Um 18.30 Uhr auf unser Gespräch und dann würde ich mich auch schon mal ins Wochenende verabschieden, ja? Würde ich sagen, dann verbleiben wir. Du auch Maulwurf, oder? Ja. Wie ist jetzt Ihr Name, also kompletter Name? Nochmal. Das ist gerade ganz schlechte Verbindung. Sorry, geht's jetzt wieder? Ja, jetzt ist besser. Perfekt. Was ist denn Ihr kompletter Name? Weil ist natürlich so, dass man das natürlich auch umändern muss. Gregor Maulwurf heiße ich. Gregor, okay, alles klar. Nee, weil das muss man natürlich später machen, weil wenn ich eine Anmeldung über Hans natürlich habe, ist es natürlich immer ein bisschen schwierig, sage ich mal, ne, wenn man das verifiziert, ja. Ja, und dann steht da Gregor anstatt Verstehe. Gregor anstatt Hans drauf, ja, deswegen würde ich das dann einfach nochmal im System umändern. Das ist alles noch so austärzt. Ich bin ja noch nicht ganz so lange volljährig und ich habe früher immer schon den ganzen Kram gemacht, nur durfte ich es da ja noch nicht selber, da habe ich das immer alles über den Namen vom Opa gemacht, bei dem wohne ich. Ah, okay, alles klar. Das ist ja, so das okay. Spielchen das, dahinter. Macht auf jeden Fall Sinn. Er kriegt das auch selber alles gar nicht mehr hin, von daher. Naja, aber wird er natürlich hinbekommen, also wenn da natürlich Geld verdient wird, dann kann man das ja auch zusammen ausgeben. Ich glaube, das kriegt jeder hin. Ja, ich glaube, er weiß schon nachher schon gar nicht mehr, dass wir hier gesprochen haben. Das ist nicht mehr so einfach mit ihm. Wie alt ist er? Also er ist 45er Baujahr, nehme ich mal an, oder? Ja, der ist schon ein bisschen älter und es ist mit dem Hören, mit dem Verstehen und mit dem Merken ist das nicht mehr so einfach. Das ist aber ganz praktisch, wenn man es mit solchen Bestell- und Vertragsgeschichten und sowas hat. Der stellt keine Fragen. Ja, aber ich gehe da natürlich dann auch nicht verantwortungslos mit um. Aber damals schon mal hier und da so ein Gaming-Abo oder sowas, das tut ja keinem weh. Nee, das kommt halt darauf an, was es für ein Abo ist, ja. So die Viva-Geschichten von damals, sage ich jetzt einfach mal, ja, das war immer. Ach, hier da dieser. Hat man zweimal geklickt und dann. Diese schreckliche Jamba-Werbung, das war damals der Grund, genau, warum ich richtig, aufgehört habe, Fernsehen zu gucken, weil das ist ja. Das grenzt ja wirklich schon an sexuelle Belästigung. Ja, das und das ist einfach so dumm. Aber ja, so hat das Ganze angefangen, ja. Heutzutage nimmt man die Portale von Facebook. Wie haben Sie uns eigentlich gefunden, wenn ich fragen darf? Über Facebook wahrscheinlich, oder? Ja. Genau, richtig, ja. Und da nutzt man natürlich solche Portale, weil da das Publikum oder die Zielgruppe, sage ich jetzt einfach mal, ja, die ist natürlich überwiegend in sozialen Netzwerken einfach unterwegs, genauso wie es natürlich auf Instagram und alles Mögliche. Das sind einfach die neuen Portale, ja. Früher war es Jamba, sage ich jetzt einfach mal auf gut Deutsch gesagt, oder der Fernseher, der klassische. Heute gibt es ja Netflix ohne Werbung und so weiter. Da muss man sich natürlich auch schauen, wie man sich den Kundenstamm wiederholt. Klar, man muss das alles ordentlich machen, aber lieber zahle ich für ein Abo im Monat, als dass ich alle 20 Minuten so höllisch laute und einfach da schrecklich dumme Werbung höre, die mir einfach total den Spaß am Gucken kaputt macht. Das ist echt nicht schön. Ja, zum Beispiel. Ist auf eurer Seite auch Werbung? Zum Beispiel sowas. Nee, auf unserer Seite keine Werbung. Aber weil ich jetzt die E-Mail nicht gekriegt habe, wie heißt denn die Seite? Dann kann ich mir das gleich mal angucken. BTC Invest. BTC Invest wie investieren, ja? Genau, richtig. Ja, und dann? Punkt Anton Paula Paula, APP. Ich wusste gar nicht, dass es die Endung auch schon gibt. Ja, es gibt ORG, es gibt APP, es gibt alles. Gibt's auch OMG? Gibt's auch, gibt sogar einen Coin, der so heißt. Oh Mann. Inzwischen hat jeder seinen eigenen Doggy-Coin. Dann gucke ich mir das mal in Ruhe an. Vielleicht kommt ja die E-Mail auch noch. Nee, es ist Internet. Ich glaube, es liegt wirklich am Internet. Ich will es jetzt nochmal probieren. Das lädt und lädt und lädt. Da ist so ein Kerl und so eine Frau im Hintergrund. Entdecken Sie die Welt des Handelns mit BTC Invest. Steht irgendwas von Mutter. Warte mal eben. Ganz genau.
Okay, und das wäre dann quasi meine Straße zum Glück. Ganz genau richtig, ja. Und nachdem wir das alles gemacht haben, dann gibt es oben die Einlogdaten und dann zeige ich Ihnen alles Weitere, sobald das Geld natürlich dann bei uns ist. Klar. Ja, davor kann ich Ihnen natürlich da den Zugriff noch nicht geben. Und dann freue ich mich auf unser Gespräch am Dienstag. Da freue ich mich auch drauf. Vielen Dank schon mal. Kein Problem. Dann schönes Wochenende und Das dann bis wünsche ich Dienstag, ja? auch. Vielen Dank, bis dann. Tschüss. Gerne.